Und weiter geht's mit Let's Play The Witcher. Wie versprochen, widmen wir uns jetzt der Schmiedung von Raves Rüstung. Kalkstein wird erfreut sein. Hallo Kalkstein. Geralt? So. Ich habe alle Komponenten. Ich mache mich sofort ans Werk. Sehr gut. Wann ist sie denn fertig? Härten, Veredeln, Schmieden, Runen der Macht, Elfenlieder plus Veredelung, morgen. Alles klar, das klingt gut. Ich frage mich aber nur, woher Kalkstein das Schmieden gelernt hat. Also er macht ja eigentlich eher den Eindruck eines Denkers. Als jemand, der wirklich Hand anlegt an solche... Handwerksbereiche als Schmieden. Und ich wundere mich, dass die Scoia'tael irgendwie und die Ordenskrieger irgendwie gar nicht mehr da sind. Tür zur Feldkommandozentrale des Ordens. Aha. Sollen wir da mal reingehen? Das mache ich doch glatt. Was ist denn da los? Ah, hier ist nichts los. Die haben nämlich keine Peilung, die Typen. Das ist das Problem. Alles verlassen. Fluchtartig. Ja, die haben auch nur Müll hinterlassen. Ich frage mich immer, wieso die ihren Krempel so dumm verteilen. Ich meine, in so einen Kleiderschrank wird doch mehr reinpassen als ein Hähnchenschenkel. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich hier... Was ist das? Ist das das von den Scoia'tael? Ne, das ist die Schmiede. Gehen wir mal da rein. Wir können ja einfach mal gucken. Waffenschmied des Ordens. Wie kann ich helfen? Haha. Ich kann hier pennen. Danke. Und wir haben sogar neue Talente. Sehr schön. 2 Goldtalente und hier seht ihr jetzt, wir sind ein meisterhafter Hexer. Viel höher geht's auch gar nicht mehr. So, was können wir noch großartig lernen? Mehr Ausdauer. Weniger Tranktoxizität. Gut, gut. Kann man sich nicht beschweren. Was haben wir hier noch? Das brauche ich an sich nicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier noch? Niederschlagresistenz, warum nicht? Why not? Was haben wir hier? Irgendwie finde ich hier nichts Sinnvolles mehr. Ah, das ist noch nicht, oder? Ist das schon? Ja, aber das nicht. So. Das können wir ja schlecht auslassen, das ist ja... So, Igni kann man auch noch mal ein bisschen stärken. Und, also die Bronzetalente kann man irgendwann auf dem Schwarzmarkt verhökern. Die kann man für nichts mehr benutzen. Zumindest nichts, was sinnvoll ist. So, wir machen jetzt einmal eine Sonnenumdrehung. Miau. Nächster Tag. Ich will meine Rüstung. Ich frag aber vorhin den Schmied etwas, da war eine Gesprächsoption. Wie kann ich helfen? Hallo. Ihr benutzt Schmiedetechniken der Zwerge? Niemals. Anderlinge beten garstige kleine Götter an und ihre Erfindungen sind Teufelswerk. Aha. Ich bin nicht die Inquisition. Ich habe von Techniken gesprochen. Ich habe Schriftrollen über Schmiedetechniken der Zwerge gesehen. Das ist alles. Gut. Danke. Mehr will ich mit dir auch nicht reden. Wohl. Ich spüre immer so, wie so ein bisschen Kotze dann hochkommt und das ist irgendwie unangenehm. Ausgang. Kalkstein, ich komme. Wo war das noch? Echt, Orientierung wie so ein Stück Brot. Wo rennen die überhaupt alle hin? Ach, zu den Untoten. Cool.
cool, wenn sich mal jemand anderes drum kümmert als ich. Na, Kalkschein. Geralt? Ist die Rüstung fertig? Ja. Seht euch mein Meisterwerk an. Sie ist sogar besser als das Original. Oho. Danke. Ja, es war ein echtes Vergnügen, die verborgenen Eigenschaften von Stahl zu ergründen und neue alchemistische Komponenten kennenzulernen. Freut mich, dass ihr... Sieht echt cool aus. Wir sehen jetzt irgendwie breiter aus. Ihr habt einen Aushang gemacht. Zwei. Erscheinungen. Erscheinungen. Ihr wolltet Todesstaub, richtig? Gewiss. Und wie ist es gelaufen? Gut. Problemlos. Hier, nehmt. Der unschätzbare weiße Wolf. Eure Belohnung. Vielen Dank. Also wenn man sich jetzt mal die Rüstung anschaut, man kann hier zum ersten Mal davon reden, dass diese Rüstung mehr Wert auf Panzerung legt, weil schaut euch das an, wir haben sogar hier an den Schultern und an den Armen generell so, ja, die ist irgendwie beschlagen. Und ansonsten sieht sie auch recht cool aus. Gucken wir uns mal die Werte an. Ravis Rüstung. Erlittener Schaden minus 20%, Vitalität plus 75, Ausdauer plus 15, Vitalität und Ausdauerregeneration plus 5%, das ist gut. Und alle Resistenzen plus 25%. Und zusätzlich können wir hier noch einen weiteren Slot mit Tränken vollstopfen. Und da ist gerade irgendwie mein Waldkrautstrank verschwunden, aber was soll's. Packen wir mal den Absud Raffarz des Weißen noch da rein und haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendwas, was man benutzen kann? Wolverine. Donner. Ich glaube, es gab irgendeinen Trank. Da muss ich mal eben gucken. Formeln. Es gab einen Trank, der hieß irgendwie Werwolf. Ah, den haben wir nicht bekommen. Werwolfswut. Nee, das war's nicht. Wolf. Genau. Nee, Wolverine. Nee. Ach, ich habe keine Ahnung, wer das war. Es gab irgendwie einen Trank... Vielleicht war es auch Donner, der sich auch auf den Schaden bezieht. Aber was soll's, wir haben jetzt Rabes Rüstung. Der Rest interessiert nicht. Entweder die Ritter sind tot oder sie sind geflohen. So, was haben wir denn jetzt noch für Quests? Den Zermetaurer-Vertrag, den wir abgeben können bei den Flüchtlingen. Bei welchem bloß? Den Bruxa-Vertrag haben wir noch nicht mal angefangen. Ich habe auch noch gar keine Bruxa gesehen. Sind die in der Striegengruft da? Nein. Da drüben ist das Goyatel versteckt. Da gehen wir jetzt auch einmal rein. Vielleicht treffen wir irgendwen dort. Zum Beispiel Yevin. Der dürfte jedenfalls noch leben. Er hat ja sogar die weiße Reila erledigt. Ah, die haben auch nur schon zurückgelassen. Schwachsinn. Schwachsinn. Versteckt sich hier noch jemand? No. Elfenschwert aus den blauen Bergen. Interessant. Die gibt es auch in The Witcher 2 als Waffe. Aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifen. So. An sich können wir jetzt wieder hinaus. Denn, wie ihr wisst, haben wir immer noch zwei besondere Monster zu erledigen. Den Zermetaure und Bruxa-Vertrag abzugeben und dann, meine Freunde, geht es zum Herrenhaus. Wo sich
einige Dinge auftun werden. Und ich hoffe doch mal, dass es zu einem finalen Zusammentreffen mit Asa Javed kommt, mit dem wir ja noch eine Rechnung offen haben. Wir konnten ihn damals leider nicht ganz besiegen, er ist geflohen. Aber das heißt nicht, dass er dieses Mal auch fliehen wird. Gut, ich gehe jetzt erstmal zum Friedhof. Im nächsten Video treffen wir uns dann dort. Oder... Ach, ich mach's eben noch. Diese scheiß Ertrunken. So, wo war das Lagerfeuer? Where is the Lagerfeuer? Da, Feuerstelle. Ach, da drüben. So ein Scheiß. Ich sag da mal bis zum nächsten Mal.